Derzeit redet jeder über digitales Zentralbankgeld. Die Chinesen wollen zur Winterolympiade 2022 den Yuan einführen. Und wie sieht sowas aus? Was bedeutet das für mich? Welche Funktionen erfüllt sowas? Und hat dann jedes Land eine eigene digitale Zentralbankwährung? So, jetzt habe ich mir erstmal Bargeld gezogen. Na, guter alter Euro, fühlt sich wohl bei mir. Wer mir mehr zum Thema sagen kann, ist Vera. Du bist die Spezialistin für digitales Zentralbankgeld. Ja, frage ich mich, um was geht's denn da überhaupt? Um Zentralbankgeld, das digitalisiert ist. Bei uns wäre es der Euro in digitaler Form. Und wie das genau aussieht, zeige ich dir jetzt mal. Gerne. Zum Beispiel kann ich dir direkt von meiner Uhr Geld überweisen, ohne dass wir eine Bank dazwischen brauchen. Und das geht total simpel, indem ich dir von mir zu dir direkt Geld schicken kann. Zeig mal. Ich mache meine Überweisung von meiner Uhr und dann kommt sofort bei dir an. Ah, danke. Geld ist da. Also wirklich neu kommt mir das jetzt nicht vor. Was ist denn der Vorteil für mich? Das stimmt, so neu ist es eigentlich gar nicht. Der Vorteil für dich ist, dass du damit auch offline zahlen kannst. Außerdem sind die Zahlungen wahrscheinlich anonym und sicherer als bisher. Hast du denn bitte noch mal ein Beispiel für mich? Hier auf dem Markt kann man oftmals nicht mit Karte bezahlen. Deswegen ist es super praktisch, wenn du dein digitales Bargeld bei dir hast. Das heißt, du musst nicht die Scheine zücken, sondern kannst einfach mit deinem E-Wallet oder deinem Handy digital bezahlen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen digitalem Zentralbankgeld und einer Kryptowährung? Zentralbankgeld wird von der Zentralbank ausgegeben. Das heißt, eine zentrale Instanz emittiert das Zentralbankgeld. Und damit hat die Zentralbank auch Macht über geldpolitische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Menge des Geldes kann bestimmt werden oder auch der Leitzins. Wohingegen die Kryptowährungen, die sind ja dezentral auf einer Blockchain und dadurch kann der Wert des Geldes nicht von einer zentralen Instanz quasi festgelegt werden und auch der Handel wird im Endeffekt nicht kontrolliert. Digitales Zentralbankgeld, gibt es denn schon welches? Ja, es gibt schon auf den Bahamas den Sanddollar. Die Bahamas haben ihre Währung schon quasi als digitale Form rausgebracht und ist auch schon verfügbar für ihre Einwohner. Was machen die damit? Dort ist die Situation ein bisschen andere wie bei uns in Europa. Viele Leute da haben keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen und dabei hilft der digitale Dollar als Sanddollar. Und zwar können dort mittlerweile eben alle Leute, egal welches Alter sie haben oder in welche Struktur sie reinfallen, Zugang zu Finanzdienstleistungen erhalten. Und was wäre jetzt der Vorteil eines digitalen Euros für Europa? Ja, hier ist die Situation ein bisschen eine andere, weil bei uns gibt es zum Glück genug finanzielle Inklusion. Und deswegen hat der Euro auch ein bisschen andere Aufgaben als digitaler Euro. Ich denke, dass er bei uns mehr für Interbankenaktionen eingesetzt würde, sprich, dass er zum Beispiel Transaktionen günstiger und effizienter machen könnte, wenn Banken untereinander Geld hin und her schicken. Wie lange dauert das jetzt noch, bis der digitale Euro kommt? Das dauert noch eine Weile. Wahrscheinlich kriegen wir ihn 2026, aber man weiß es noch nicht so genau. Was ist deiner Meinung nach nötig, damit der digitale Euro ein Erfolg wird? Ich persönlich denke, dass die Zentralbank darauf achten sollte, dass wirklich alle europäischen Länder mit eingebunden werden und auch alle kulturellen Unterschiede mit in das Projekt einbezogen werden. Weil wir ticken doch alle ganz schön unterschiedlich und haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, was auch die Zahlungsform angeht. Und das muss auf jeden Fall berücksichtigt werden, dass der digitale Euro dann auch gut angenommen wird.